Die lange Geschichte chinesischer Bürgerkriege. Gemeinsam wären wir schon viele Schritte weiter. Die anderen haben im Süden reiche Goldvorkommen gefunden und rüsten zum Krieg. Unterstützt werden sie von ägyptischen Händlern mit Nahrung. Ramadamses versteht es, uns gegeneinander auszuspielen. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass wir die Karte noch nicht gespielt haben. So, wir haben direkt mal zwei Sägewerke. So, das sind Schwertkämpfer und Speerkämpfer. Moment, wie ist die Dings? Ich finde die Lautstärke ziemlich hoch immer noch. Haben wir keinen einzigen Bogenschützen? Wie dumm ist das denn bitte? Ich habe auch das Gefühl, die Karte ist ziemlich klein. Okay, wir haben keinen Mangel an Äxten, würde ich mal behaupten. Also die Grafik-Glitches dürfen gerne noch gefixt werden. Passt hier überhaupt eine Reisfarm hin? Ja, nice. Das sollten wir dann vielleicht relativ früh in Angriff nehmen. So, das ist gleich durch. Rohstoffe suchen, mach das mal. Gibt's noch mehr? Haben wir noch mehr Geologen hier? Ja, hier. Geh mal bitte schön gucken. So, Kohle, Eisen. Wir brauchen Pioniere, das geht nicht anders.
Aber wie schön schnell die Siedler hier rauskommen. Das ist wie bei Ubo mit den kleinen Häusern, mit den mittleren hier. So, du hilfst da. Und dann helfen mal 10 hier drüben. Kann man auf Wüste bauen? Nein. Warte, das lohnt sich gar nicht. So, ich weiß nicht, wie lange Reis braucht, um angebaut zu werden, aber das sollten wir halt möglichst früh machen. So, ihr macht mal hier. So, einmal Warenverteilung, Fisch. Ach, das ist gelb. Aber wie war das? Die sind nicht feindlich gesonnen, oder wie war das? Oh ja, ich merke schon, also das waren ja immer die Diskussionen in den Foren, wie riesig diese Minen sind. Holy shit. So, Waffenschmiede ist hier drüben irgendwo. Wir brauchen noch eine Kohlemine für die Destillen, ne? Weiß jemand, wie viele Reisbauern so eine Distille braucht?
Bäckerei kann hier unten hin und ein Wasserwerk brauchen wir. Okay, ein weiteres Wohnhaus ist schon in Arbeit. Wo zum Fick lauft ihr bitte hin? Ah, ich habe die Modernisierungen ausgeschaltet, ne? Ja. Komm, wir bauen mal noch hier oben noch eine Fischerhütte hin. Das läuft, das läuft. Okay, das ist die Kaserne. Holzfällerhütte. Waffenschmiede läuft. Ein paar Bogenschützen können wir brauchen. Kohlenmine. Eisenerzmine. Noch eine Kohlenmine.
So, du kommst hier rüber. Steht die Goldschmelz? Habe ich eine Goldschmelz in Auftrag gegeben? Nein, noch nicht. Komm, die bauen wir hier hin. So ein kleiner Spähturm ist vielleicht nicht schlecht. Hier passt noch eine Waffenschmiede hin und dann bauen wir hier noch irgendwo eine Eisenschmelze rein. Also ich hätte nichts dagegen, wenn noch mal ein paar Gebäude fertig werden würden. Aber uns fehlt einfach vor allem Holz. Du bist gleich fertig. Das eine Lied von, hatte gerade was von In the Hall of the Mountain King. Ist mir noch nicht aufgefallen, muss ich mal drauf achten. The Hall of the Mountain King. Ich muss gerade mal überlegen, wie das ging. Also ich weiß, welches Lied du meinst. Aber ich komme gerade ums Verrecken nicht drauf. Aber die Playlisten von S3 sind ja nicht so lang. Das sind ja nur 3 Lieder pro Volk. Also es wird sich bestimmt noch wiederholen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen mit dem Aufbau. Aber ich finde es so schwer einzuschätzen, wie viele Rohstoffe ich habe, weil hier die ganzen Angaben fehlen. Also ich hoffe, dass das noch kommt, dass das noch jemand macht. Weil wir haben hier diesen Raum vor der GUI. Den kann man nutzen. So, es gibt keinen Grund, wobei K? Nee. A. A und D sind die Hotkeys. So, ich hoffe, dass die jetzt nicht die ganze Zeit Patrouillen hier hinschicken. Weil solange der Turm keine Soldaten drin hat. So, da kann noch eine Eisenschmelze hin. Okay, Kohle und Eisenminen sind aber auch schwer auseinanderzuhalten. Die Eisenminen sind kleiner, aber das war's auch. Hier fehlt nichts mehr, das heißt, das können sie ruhig mal zu Ende bauen. Brot ist soweit durch. Also ich höre da jetzt nicht In the Hall of the Mountain King raus. Ich muss es vielleicht nach dem Stream nochmal reinhören.
Plot-Twist. Krieg ist einfach Heiko Ruttmann. Unser Pseudonym. Und deshalb klingt das so ähnlich. Also wenn das kein maximaler Plot-Twist wäre. So, 100 neue Siedler bitte. Den fehlt zum Besetzen ein Hammer. Ach, hier sind ja... Ach so, nee. Ich finde das NS3 so irritierend, weißt du? Wenn du zwei Fähren hast, das haben wir beim letzten Mal ja festgestellt, wenn du zwei Fähren hast und du schickst die Leute auf eine, aber es ist kein Platz mehr und die andere Fähre ist nah genug dran, dann gehen sie auf beide, da verteilen die sich. Und du kannst auch keine Soldaten selektieren, die auf einer Fähre sind. Aber ich kann Soldaten auswählen, die in einem Turm stehen und er zeigt sie mir hier normal an. Das ist so inkonsistent, ich verstehe das nicht. Warum? Ach, das Großhaus ist auch so schnell, krass. Krass, aber da sieht man, dass wir doch einen ziemlichen Siedlermangel hatten. So, mehr Bogenschützen bitte. Wie sieht's hier aus? Das läuft langsam an. Aber göttliche Aufwertung haben wir noch 0%. Also das ist gerade erst passiert. Ich glaube, wir können vielleicht sogar noch eine weitere Destille bauen. Komm, das kommt da. Dann haben wir nämlich da auch noch so einen Reisbauer. Dann bauen wir noch eine Destille dazu. Und gegebenenfalls dann noch einen kleinen Tempel. Das sehen wir ja dann. Ich muss am Wochenende, glaube ich, S3, S4 spielen. Oh, ach, hier liegen Waffen rum. Krass. Ja, nice. Sage ich nicht nein zu. Wir brauchen Bogenschützen. Stimmt, hier ist ja Autorekrutierung ausgeschaltet. Ist vielleicht auch besser so langsam. Warte, 40% göttliche Aufwertung schon. Was? Macht hier eine Opferung gerade 20%. Also ich weiß, dass die Asiaten doppelt Mana rauskriegen, weil sie ja Kohle investieren müssen dafür. Aber wow. So, was ist hier drin? Wir können vielleicht auch schon mal einen großen Tempel irgendwo hinsetzen. Dass wir den Schnee schmelzen können. Weil unter Schnee kann ja ein S3 auch Rohstoffe sein. Das finde ich halt auch so schade, dass das ein S4 rausgeflogen ist. Weißt du, man hat sich so viel irgendwie an S3 bedient, auf der einen Seite, auf der anderen hat man dann aber gefühlt einfach auch so viele Rückschritte gemacht. Aber ich vermute mal, dass man das in S4 auch nicht wiederherstellen kann, weil das wahrscheinlich zu tief in der Game-Logik drin verankert ist, dass das nicht geht. So, ein Waffenlager wäre vielleicht mal ganz gut. Prozent haben wir schon, krass. Dabei haben wir doch noch gar nicht so viel Gold. Ich sollte vielleicht nochmal ein großes Wohnhaus in Auftrag geben. So, wir könnten auch mal eine Schweinefarm bauen. Ah, hier ist aber nirgendwo Platz. Warum sind die Karten alle so winzig? Gefühlt, du baust einen Turm, kannst ein Gebäude bauen, dann musst du wieder einen Turm bauen.
Aber hey, wir kontrollieren schon ein Viertel der Karte. Wir können hier mal einen Aussichtsturm hinklatschen. Hello? So, schön weg mit euch. Das finde ich aber eine sinnvolle Änderung aus S4, dass Türme nicht über Grenzen hinweg angreifen. Das ist für mich einfach so eine Regel des Krieges. So, Soldaten auf Türmen sind für defensive Aufgaben eingebunden. Die dürfen nicht aggressiv handeln. Boah, krass. Direkt schon mal göttliche Aufwertung für Schwerter und Bögen auch dabei. So, ich baue jetzt hier einfach den Turm, einfach nur, dass wir hier Vision haben. Reisbauer. Passt da nicht hin, immer noch nicht. So, Schneeschmelzen. Oh, da ist Gold. Hello. War eine ordentliche Goldmine. So, aber ich dürfte jetzt eigentlich langsam ziemlich safe sein, was Angriffe angeht. Ist durch, das wird gebaut. 54%. Brauchen mal wieder ein paar Schwertkämpfer und Bogenschützen. Hoch. So, ich denke, wir sind jetzt langsam ziemlich safe. Da sind Schilder. Also wahrscheinlich ist da unten irgendwo da die Siedlung. Womit liegst du voll? Wir haben zu viele Speere. Ich möchte die Speere zumindest noch auf 2 kriegen. Hier fehlt ein Bogenschütze. So, hier der Tümpel ist halt voll für den Arsch. Ging noch irgendwo ein Lager hin? Hier. Wo wollt ihr hin?
Diese Grafikglitches hier. Das Haus ist fertig. Juhu. Warte, ist der Zähler? Mit der Anzahl, der sieht echt eine Modernisierung. Okay, das ist vollgelaufen. Als ob ich hier jetzt keinen Dings hinkriege. Nee, ich will einen kleinen. So rum, da. Hallo. Schnee schmelzen. Boah, diese Mana-Anzeige ist einfach so kaputt. So, jetzt aber. Speerkämpfer Level 2. So, macht mal hier weiter. Kontrollieren einfach schon über ein Drittel der Karte. So, wir sollten vielleicht mal das nächste Haus in Auftrag geben. Auch wieder ein großes, bitte. Hier. Steinbruch wäre vielleicht gut. Schlachterei hier. Ist das Minengebiet dann eigentlich da nutzbar, bevor das Eis war? Ja, das ist tatsächlich ein Unterschied von S3 zu S4. In S3 kann unter Schnee auch Rohstoffe sein. Aber da kommen nur Asiaten ran, beziehungsweise Völker, die mit Asiaten verbündet sind. Weil halt nur die Asiaten den Schnee schmelzen können. Ach du Scheiße, das Ding läuft echt voll. Nee, bei S4 ist das leider nicht. Das ist halt echt kacke. So, das ist voll oder fast voll. Da sind wir bei 63% Kampfkraft. Da ist blau. Nee, du sollst ja... Warum gehst du rüber? Spiel. Thank you.
So, Militärgebäude, Lazarett, das passt noch hier hin. Er wollte Fleischwolfen. Ich meine, gut, in S4 wären halt die Türme auch ziemlich nah an der Grenze, aber es kommt halt dazu, dass die Türme über die Grenze schießen können. Aber die KI macht das jetzt auf normal jetzt nicht allzu viel, habe ich das Gefühl. Könnte man das nachpatchen bei Settlers United? Ich vermute mal, dass das S4 einfach zur Game-Logik gehört, dass unter Schnee keine Rohstoffe sein können. Der Editor lässt es ja auch nicht zu. Deswegen vermute ich, dass es nicht geht, beziehungsweise halt nicht ohne massiven Aufwand. Und dann ist halt auch die Frage, wie stabil ist das? Zum Beispiel das mit der Fähre und der Fährenkapazität wurde bis jetzt auch noch nicht umgesetzt, weil die Umsetzung, die es bisher gab, funktioniert nicht mit Safe Games und nicht im Multiplayer. Und das ist, würde man meinen, ist ja noch was relativ Einfaches, wo man denken würde, das ist einfach irgendwo als Variable irgendwo festgeschrieben, dass 15 Sachen auf die Fähre können. In S3 hätte man das vielleicht sogar noch machen können, weil da, ich meine, auf der einen Seite liegen halt die Sachen nicht offen rum, aber auf der anderen Seite haben wir halt ein Reverse Engineering Genie und hat festgestellt, dass S3 in der Hinsicht dann doch in mancher Hinsicht etwas einfacher ist. Oder zumindest wirkt es auf mich so. Ich meine, hier mit den Modernisierungen komplett neue Buttons rein, komplettes Spielverhalten ändern. Minen, die irgendwie zusätzlich noch irgendwie einen zweiten Versuch machen, oder Fischer, die einen zweiten Versuch machen, wenn sie beim ersten Mal verkacken. Warum sollten unter Eis oder Gehör auf Gebirge keine Rohstoffe versteckt sein? Das verstehe ich vor allem nicht. Ich meine, es war ja in S3 schon so. Deshalb verstehe ich nicht, dass man das in S4 dann weggemacht hat. Vor allem, weil dann alle. In S3 war es ja so, dass nur die Chinesen oder jetzt nur die Asiaten können ja Schnee schmelzen. Aber in S4 können das ja alle Völker. Also es wäre sogar noch viel sinnvoller gewesen. Das verstehe ich halt nicht. So, wir machen jetzt mal unsere Pioniere. Die haben jetzt genug gemacht. Hallo. Also, ich habe das Gefühl, es liegt an der höheren Auflösung, aber Sachen, die irgendwie am Rand hier sind, werden nicht erfasst. Haben wir das Wohnhaus ist fertig geworden. Jetzt hier aus, göttliche Aufwertung, juhu. L3 Schwertis. Auch so ein Ding, die Asiaten haben in S3 den Steinfluch statt der Ägypter. So, das Holzvolk kriegt den Steinfluch. Das ist so komplett weird für mich. Also, ja, die Asiaten sind ja so ein bisschen auch das langfristige Volk und die Ägypter halt so das Volk, was hell brennt, aber auch schnell ausbrennt. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen. Weil ich finde, es trägt halt leider zu dem Problem, dass die Ägypter sehr spot-dependent sind. Entweder sind sie halt richtig OP, wenn sie halt Stein und Edelsteine an ihrer Startposition haben, oder sie sind halt komplett RIP. Das ist das, was ich mitkriege. Hätte doch in der Hauptstory mindestens zwei Missionen geben können, die darauf ausgelegt sind, dass man erst Eis schmelzen muss, um an Gold zu kommen. An Gold wäre ein bisschen ungünstig. Das wäre ein kleiner Catch-22, weil ohne Gold kommst du ja in S4 nicht an Priester ran. Hilfe herbeirufen, stimmt. Oh, das will ich ausprobieren, warte. Das ist halt mega cool. Das ist halt ein Wunder. So, ich finde, das wäre sinnvoller als das Umgekehrte, was die Mayas machen, dass die Gegner wegschicken. Dass du halt einen Priester haben kannst und der holt halt Soldaten von einem anderen Ort her.
So, wenn du genug Mana hast, kannst du theoretisch einfach deine Priester überall postieren, hast deine Soldaten schön an der Kaserne und bei Bedarf holst du die einfach rüber. Aber da hatte ich auch eine Menge Spaß, als ich mir überlegt habe für den Siedler 5 Entwurf, wer welche Zauber kriegt und welche Völker neue Zauber kriegen und wie diese neuen Zauber aussehen. Also da sind, finde ich, ein paar sehr coole Ideen bei rumgekommen. Hat er nicht meistens 2 Gold erst zum Start bei S4? Ja, aber nur bei HG. Was für mich auch ein bisschen impliziert, dass die Idee halt war, dass du halt in S4 auf HG halt auch Priester rushen kannst für bestimmte Strategien. Und dann hat man Mana halt so sinnlos gemacht. Also ich würde ja gerne mal mit ein paar S4-Entwicklern schnacken, aber ich glaube, das Ding ist, das hat ja so gewechselt, also ich glaube, so viele gäbe es auch nicht, die da mitgearbeitet haben und halt wirklich was dazu sagen könnten. Das Ding ist, unsere Waffenschmieden können gar nicht durchproduzieren, aber ich will die Autorekrutierung auch erst anmachen, wenn wir L3er haben für alles. Großer Tempel. Komm, wir bauen noch einen kleinen Tempel dazu. Die alte Gang wirst du schwer zu fassen kommen. Ich weiß, dass Guybrush, der streamt auf Twitch. Der hat tatsächlich sogar auch an einem Siedler V-Prototypen tatsächlich live mal gearbeitet. Oder halt was in der Richtung gehen sollte. Wobei das halt auf mich mehr wie ein basierend auf Siedler 1 wirkte. Weil jetzt finde ich nicht nur von der Grafik, das ist klar, wenn man das alleine macht, aber halt auch. Irgendwie vom Spielprinzip sah das mehr so aus. Komm. So, L3 Bogenschützen. Der blaue Spieler macht halt auch einfach so gar nichts. Siedler 1 ist schon geil. Ich finde an Siedler 1 halt, finde ich es absolut fatal, dass es keine Tooltips gibt. Du musst ja komplett raten, was die Schaltflächen machen, was die Gebäude sind. Und ich finde halt gerade bei so Sachen wie den Werkzeug- und Waffenschmieden, woher sollst du bitte wissen, welche ist? Das ist halt, finde ich, auch so ein Unterschied zwischen S3 und S4. Ich finde S4 in der Hinsicht auch wesentlich komfortabler. Ich meine, manches ist halt auch Muskelgedächtnis. Ich merke mir auch langsam, dass die Waffenschmiede bei den Militärgebäuden ist und solche Geschichten und was hier wo angeordnet ist. Ich meine, zum Teil ist es natürlich auch zum Beispiel so Sachen wie Geologen. Die Geologen von den Völkern erkenne ich halt noch nicht auf den ersten Blick. Das ist halt so eine Sache, das ist halt Übung. Aber dann ist auch Sachen, dass hier keine, nicht die Bretter und so, und die Gesamtsoldatenanzahl und so alles dokumentiert ist, das ist halt mega uncool. Und ich meine, ja, ich habe hier die Geschichte mit den Hotkeys, aber das sollte nicht nötig sein für die wichtigsten Dinge. Vielleicht gab es Spielanleitungen mittlerweile alle nur online. Ja, die Spielanleitung habe ich ja sogar noch. Also zumindest für S4. Ich weiß nicht, ob bei einer S3-Version eine Spielanleitung dabei war. Ah, ich glaube, das sind ein paar L3er. Wie sieht es kampfkrafttechnisch aus? 71%. Ich sollte vielleicht noch ein Lager einrichten. Aber sobald ich L3 habe, gehe ich halt auch auf den Angriff. Also. Goldschmelze und dann bauen wir mal noch eine Goldmine dazu. Aber ich sehe halt auch gerade wieder. Wie fett die asiatischen Minen sind. Heilige Scheiße. Das ist doch nicht normal. Warte, ich schicke den Priester schon mal hier hin. Und dann machen wir gleich Hilfe herbeirufen. Einfach nur
einfach nur for the lulz. Die schicken wir schon mal hier rüber und die L3er holen wir dann damit zu uns. Ha, so. Autorekrutierung. Let's go. Ich muss sagen, in S3 finde ich es wesentlich befriedigender, Level 3 Soldaten zu rekrutieren, weil es auf der einen Seite erarbeitet und du weißt halt, du machst das, ohne dass du zusätzliche Rohstoffe investieren musst. Das ist halt einfach nur nochmal ein direktes Upgrade. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es nicht so cool finde, dass Gold halt einfach nur rumliegt. Vor allem finde ich es halt auch höchst sinnlos, dass du als Römer oder Asiate Edelsteine erobern kannst. Wenn du kannst sie nicht selber fördern, das finde ich okay. Aber du kannst sie nicht erobern, wenn du sie eroberst, die bringen dir nichts. Und ich denke, als ob die Römer oder die Asiaten Edelsteine gesehen hätten, dachte, ach ja, nee, irgend so ein paar bunte Steine, lassen wir mal liegen. Scheiß doch drauf. So. Natürlich werden die darauf geflogen. Nope. Ihr bleibt mal schön hier stehen. Was nach? Ach so, die haben hier jetzt nochmal einen Turm gebaut. Verstehe. So, Hilfe herbeirufen. Ah, das ist so cool. Kann der Maya-Zauber nicht genauso funktionieren? Weil Gegner wegschicken ist einfach viel zu selten einsetzbar. Bonuspunkte vor allem, du kannst ja auch Verbündete bestimmt damit herrufen. Du brauchst Hilfe und du ziehst einfach die Verbündeten direkt von der Kaserne zu dir. So, let's go. Wie viel Gold braucht man für L3-Kämpfer in S3? Gar keins. Weil die göttliche Aufwertung funktioniert über Mana. Deshalb ist es halt auch egal, wie schlecht die Zauber in S3 sind. Wobei die zum Teil durchaus nützlich sind. Aber selbst wenn sie komplett nutzlos werden, du brauchst Mana halt, um deine Soldaten aufzuwerten. Und wenn du halt einmal dieses Upgrade gemacht hast, dann werden alle Soldaten dieses Typs in Zukunft eine Stufe höher sein. Das ist jetzt auf normal. Aber die KI hat trotzdem nichts gemacht. So, der Ägypter, der angeblich gar keinen Krieg mit mir will, hat mehr gemacht, aber der hat auch einfach nur Soldaten an die Grenze geschickt, weil er einen Turm da gebaut hat. Ach, macht der hier Gegner Ängste? Nee, der macht sein Schild, ne? Gut, Blau hat aber auch eine sehr kleine Siedlung, wenn ich das so sehe. Wir haben einfach schon über ein Drittel der Karte. Ja, ich habe mich entschieden, auf Normal zu spielen, weil ich jetzt langsam auch ein Gefühl für die Steuerung und so kriege. Und nicht mehr jedes Gebäude einzeln suchen muss. Und ich langsam S3 nicht mehr komplett anstrengend finde. Freut mich, ja, nachdem ihr mich am Dienstag so gedisst habt deswegen. Das ist übrigens der Grund auch, warum ich das hochgeladen habe. Gedisst ist so ein starkes Wort. Das waren ja auch starke Worte hier. Ihr habt ja auch mich nicht das Ende davon hören lassen, dass ich auf leicht gespielt habe.
Wir wollten dich motivieren. Ach so, ja, hier diese, die harte Liebe, ne? Das ist spannend. Das, ja, hat man ja gesehen. Oh, hallo, Gold und eine Angst. Hm, was sollen wir zu dem Gold dazulegen, was wir da angesagert haben? Eine Angel? Juhu! Wir haben's! Easy! Kannst Gold angeln. Willst du die ganzen S3-Kampagnen? Ich spiele halt immer mal eine Mission, wenn ich Gameplay brauche. Was ich halt vor allem für die, für den Siedler 5-Entwurf für die Videos brauche, wenn ich halt über, insbesondere über die S3-Völker spreche. Komm, ein bisschen Feuerwerk ist noch. Der S5 ist doch von Vorteil, wenn du S3 auch gut kennst, also alle Kampagnen gespielt hast. Also die Kampagnen gespielt haben, ist nicht das Spiel gut kennen. Und in den Multiplayer wage ich mich nicht rein.